Was soll das denn heute mit der fucking Ladezeit los? What? Ach du Scheiße. Okay. Ich hoffe, das hört jetzt noch auf. Ich hoffe sehr, dass es jetzt danach aufhört. Jetzt höre ich gar nichts mehr. Oh Gott. Okay. Texturen sind wieder da. Das Pony lebt. Wir sind, naja, da wo wir vorhin gewesen sind. Aber dann herzlich willkommen zurück zu Doom mit Portable Lots von BHP. Alrighty. Wir setzen unseren Höllenpfad weiter fort. Und. Nee! Aua, 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 aua. Nee, die mag nicht mehr Chlorikills, so schlecht sind die. Also nee, Leute, nee. Gegen Zombies macht man sowas nicht. Jesus! Also bin ich dem gerade ausgewichen. Habt ihr gesehen? Das wird mir nicht nochmal funktioniert. Ah! Okay, okay, ich brauche was. Genau das hier, das hier. Nichts zu starkes, aber eben noch ausreichend für diese Idioten. Dankeschön, vielen herzlichen Dank. Damn, okay. Da wird gut gekämpft, merke ich. Und wir müssen anscheinend hier entlang. Okay. Hallo. Okay, ihr scheint schon auf mich zu losgehen zu wollen. Kein Problem. Oh, nice. Der ist ziemlich neu. Was denn? Ist der Dicke schon tot? Alter, da werde ich ja ganz mühselig betroffen. Das tut mir ja schon fast richtig leid hier. Okay, gut, meinetwegen. Ich meine, ich habe sowieso nichts Besseres zu tun in der Hölle, außer Höllenkreaturen zu töten. Also kann ich auch einfach damit weitermachen und nach neuen Höllenkreaturen suchen. Alles klar, der ist sehr fies, mein Freund. Der ist wirklich sehr fies. Ich rate dir, das nicht nochmal mit mir zu machen. Aua! Oh. Moment, da habe ich gleich. Gleich fertig hier. Oh, nein, da sind noch mehr. Okay, es ist keine gute Idee, dem Kerl in den Nahkampf zu treten, weil der Nahkampf ziemlich böse wird. Alter Schwede, ich brauche dem seine Energie hier drin. Hoho! Okay, da hätte vielleicht noch mehr rauslaufen können. Aber okay, was soll's? Da habe ich ja nicht so viel Lebenspunkte gekriegt dafür, wie durch einen Glory Kill. Was soll's? Kriege ich halt das Zeug hier, was auch immer das ist. Ich müsste mal ein paar andere Waffen ausprobieren. Ja, genau, das Gauss-Gewehr, das hat bis jetzt immer sehr gute Dienste erwiesen. Der kurze Zeit. Aber wollt ihr mich verarschen? Ist heute Zombie-Tag in der Höhle? Das gibt's ja nicht. Okay. Alles klar. Gut. Sonst noch wer? Kann ich jetzt endlich zu meinem. Nee. Ja, wobei, die ist auch ziemlich cool. Hier, ist Gauss-Gewehr. Dankeschön. Nix. Aber hier muss ich zumindest entlang. Jetzt die Frage: Tue ich das oder gehe ich da hoch? Bist du in der Prüfung? Du siehst aus wie eine Prüfung. In seinem Kampf gegen die schwarzen Seelen der Verdammten zeigte sich seine Macht. Für seinen Kreuzzug verliehen ihm die Seraphim gewaltige Stärke und Schnelligkeit. Und so zerstörte er die schwarzen Säulen der Bluttempel. Wollt ihr mir die Stimme noch irgendwas Wichtiges sagen?
Komm, ich habe eiskalt jetzt die Stimmung zu drücken. Naja, ich meine, es passiert nicht zum ersten Mal, dass ich die vielen tiefen Stimmen innerhalb meines Kopfes versuche wegzudrücken. Die sagen mir nicht oft ziemlich wichtige Sachen. Also meistens beleidigen sie mich, sie sind ziemlich ekelhaft zu mir. Sie beschimpfen mich, wenn ich immer wieder Sachen sage und tue und mache, die ich eigentlich nicht machen, tun und sagen sollte. Und wisst ihr, das finde ich aber nicht okay. Nee, echt, das finde ich überhaupt nicht okay hier. Da finde ich, da könnte man schon ein bisschen kritikwürdig, meinetwegen, aber nicht so boshaft sein, weißt du? Das ist alles scheiße hier. Neuer Eintrag über das UAC-Personal Olivia Pierce. Ja, schön. Über die Frau wollte ich jetzt gerne mal was lesen. Hallo, ich weiß noch nicht, ob du überhaupt eine Frau bist, aber okay. Olivia Pierce ist die Leiterin. Okay, meine Frage wurde gerade eben beantwortet. Aber nur weil die das sagen, heißt es nicht, dass das doch die Wahrheit ist, okay? Leiterin der biochemischen Forschungsabteilung des Argon-Komplexes. Ihr Studium in Biomechanik und Genetik in Straßburg beendete sie mit Auszeichnung und schloss sich dann ihrem ehemaligen Mentor Samuel Hayden an, um das Lazarus-Projekt auf dem Mars zu leiten. Ein paar Monate nachdem sie im Argon-Komplex angekommen war, wurde bei ihr eine akute idiopathische Skoliose diagnostiziert. Ja, das hört sich ja ganz nett an. Die Ursache der Deformierung ist nicht bekannt. Angesichts der Aussicht auf ein weiteres Leben im Rollstuhl entschied Olivia sich für einen experimentellen Eingriff zur Stärkung ihres Rückgrats. Oh, okay, das erklärt, warum ich halt ausgewiesen wie so ein Blechradteil aus Transformers oder so. Nach mehreren Monaten in absoluter Zurückgezogenheit erschien sie schließlich mit einem neuen Titan-Exoskelett, das man in ihre Wirbelsäule integriert hatte. Zwar ermöglicht das Exoskelett Olivia, sich ohne weitere fremde Hilfe zu bewegen, dafür erfüllte sie jedoch mit qualvollen Schmerzen. Aus Furcht, eine Schmerzbehandlung könnte ihren Verstand vernebeln, lehnt Olivia jede Form von Schmerzlinderung ab. Damn. Life's hard, baby. Life's hard. Okay, wir gehen mal weiter. Hör auf, mir wieder Sachen in den Kopf zu sagen, die ich gar nicht hören möchte. Das hier sieht aus wie ein Kampffeld. Ich hab's gewusst. Sehr rot hier drüben. Schieß drauf los! Du verrücktes Ei! Aus bombastischer Quelle! Ewige Zerstörung, Verdammnis! Hohoho! Da ist ihm das Gesicht wahrlich explodiert! Oh nein, der explodiert nicht so schnell! Jesus, der kann ja wieder ganz was Neues hier. Oh my goodness. Okay, das wären allmählich sehr viele von denen. Leben, Leben, Leben. Okay, das nehme ich auch gern mit. Hohohohoho. Du blöder Sack. Da waren doch zwei von euch. Oh. Wo ist er? Say hello to my new friend, baby. Freut mich, dass ihr diesen schönen Platz hier für mich vorbereitet habt. Jetzt sind wir fertig, jetzt kann ich weitergehen. Der übliche Verlauf eines Videospiels, wenn ihr versteht, was ich meine. Der pure Ritt durch die Hölle. Jedes Spiel immer wieder aufs Neue. Meine Nerven drehen durch, ich gebe blank über.
Und weiß auch nicht. Muss den Schwierigkeitsgrad erhöhen oder so. Damit ich weiß, was wahre Qualen sind. Ich würde das bereuen. Sowas aufs Übelste, wenn ich hier nochmal den Schwierigkeitsgrad erhöhen müsste. Wow! Alter, da bin bestimmt ich drin, oder? Du blöder Sack! Ich meine, ich find's toll, dass du mich aus meinem Albtraum erwacht hast, aber das ist nicht unbedingt besser. Da möchte ich lieber in den Albtraum wieder zurück und mit kleinen Kindern herumlaufen und Drogen nehmen und die Welt retten oder so. Keine Ahnung. Meine Träume sind immer sehr vage. Irgendwas ist ja fehl am Platz. Okay. Oh, Jesus. Okay. Hätte ich da wohl reingehen sollen, ne? Yay! Ein weiteres Level geschafft für unsere Reise durch die Hölle und ich weiß nicht. Ich glaube, wir kommen zurück nach Argent. Wir haben die Hölle hinter uns gebracht. Ist das nicht schön? Ist das nicht herrlich? Da freut sich doch das Ponylein. Wenn wir nicht länger durch die Hölle hindurch reisen müssen und uns innerlich denken, so, ach, Scheißenreck. Das ist doch alles nicht ganz normal hier. Let's go. Hölle auf dem Mars. Na, ihr seid aber heute wieder richtig lustig drauf. Ihr heute lasst ihr die Witze knallen hier. Das tut meinem Hoden innerlich schon richtig weh. Autsch. Der Argent Tower ist zerstört. Ja. Das Portal kann nicht mehr von hier aus geschlossen werden. Was ist das dann? Die Höllenenergie entströmt einem Ort in ihrer Welt, den wir den Brunnen nennen. Aber du bist zurück. Der Einzige, der zwischen den Welten wandeln kann. Es gibt also vielleicht einen Weg. Denkst du das? Vega versucht auf Olivias Dateien zuzugreifen. Geh zum nächsten Terminal, dann geben wir dir neue Informationen. Das ist vorerst alles. Der Höllenbaron, danke. Der Höllenbaron, oh, der zweite Eindruck schon. Es ist offensichtlich, dass Barone wilde Kämpfer sind, deren Blutdurst die jedes anderen Dämonen übertrifft. Naja, sie sind mehr oder weniger gleich schlimm. Barone sind größer und schneller als ihre niederen Brüder. Außerdem können sie aus Höllenenergie Feuerbälle erschaffen, die sie auf Gegner steuern. Es wird angenommen, dass die meisten Mitglieder der gescheiterten Expedition des Lazarus-Projekts blablabla von Höllenbaron ausgeschaltet wurden. Nähere Details hierzu existieren jedoch nicht. Alte Tafeln, die während der automatisierten USC-Erkundung der großen Steppe im Jahr 2143 entdeckt wurden, legen nahe, dass Höllenbarone die königliche Garde des unbekannten dunklen Herrschers des vierten Zeitalters sind. Zwar ist nichts über dieses Wesen bekannt, da die Macht der königlichen Wachen zugenommen hat, muss aber davon ausgegangen werden, dass auch die Macht ihres Herrn gewachsen ist. Amen. So. Dann sagen wir mal Hallo zu unseren Freunden, wenn sie noch da sind. Was ich vorhin sagen wollte. Feuer. Auf dem Mars. Wollt ihr mich verarschen? Auf dem Mars gibt es nicht mal Luft. Wie kann dann da Feuer entstehen? Andererseits muss ich mich natürlich auch fragen, wie soll ich, bin ich in der Lage, hier draußen herumzulaufen, so als würde es mir nicht jucken, dass ich hier nichts zum Atmen hätte. Na ja, toll. Ah, besser funktioniert, als ich erwartet hatte. God damn it. Ihr glaubt, ihr könnt für mir entkommen? Da muss ich das Pony mal zeigen, dass es nichts gibt, von dem ich mich geschlagen gebe. Und wenn es eure Köpfe sind, die ich eindrücken muss, die kriege ich. Okay, das ist ein, oh, das ist ein Sprung, den weiß ich nicht, ob ich den so richtig schaffen werde. Oh Gott. Okay. Ja, ja, lauf, du meine kleinen Schweinchen. Das Pony ist schon auf dem Weg. Muss ich hier rein? Ja, nein, vielleicht. Ach, da drüber? Sicher? Nee, darunter. Oh, alles klar. Nope. Hey, Alter! Oh, hast du hier gehortet?
Siehst du nicht, dass draußen die Welt untergeht? Da hättest du doch gar nicht hierbleiben dürfen. Dann gib mir her den Scheiß. Kann ich gut gebrauchen. Apropos, da könnten wir mal gleich gucken, ob es wieder Sachen gibt, die, wo wir uns jetzt hier erweitern könnten. Wir haben 5 Marke haben wir. Das brauche ich nicht. Ausrüstung benutze ich eigentlich nicht. Verstärke. Was können wir denn hier noch bleiben? Du wechselst schnell die Waffe. Was ich persönlich finde, ist eh schon viel zu schnell ist. Also lieber wieder Umweltwiderstand. Weniger Waffen durch weniger Schaden. Weniger Waffen durch einen Schaden, genau. Weniger Schaden durch eine Waffe. Ja, das hört sich leider viel zu einladend an für mich. Und dann explosive Fässer richten bei dir keinen Schaden mehr an. Ja, das ist auch nicht schlecht. Super. Da habe ich jetzt ganz viele tolle Sachen gefunden, die mir in meinem zukünftigen Leben helfen werden, noch viel mehr Tod und Verderbnis über das Leben selbst zu bringen. Konnte ich mich nicht auch noch irgendwo weiter ausbauen? Ah ne, das geht nur durch diese komischen Fritzeldinge sind da, die hier rumfliegen und sagen, hey Bonnie, ich hab was für dich, hier, komm her, ich geb's dir. Und dann gehe ich hin und hau ihn erstmal sauber in die Fresse, weil ich mir denke, du blödes Ding, halt die Fresse, ich weiß genau, was ich tue. Ich habe keinen mentalen Fehler. Olivia hat ein Artefakt in ihrem Privatlabor, das wir schon seit Jahren untersuchen. Ich glaube, damit findest du die Antwort, die du suchst. Denn es trägt dein Zeichen. Olivias persönliches Labor ist nicht in der Datenbank geeignet. Kauf dem Drode! Um es zu finden, ist Freigabestufe Alpha erforderlich. Erteilt. Du kannst die Lazarus-Labore über dem nördlichen Teil des Forschungskomplexes erreichen. Es sind etwa 80 Kilometer. Ach bloß, das laufe ich ja. Das laufe ich ja in 5 Minuten. Ich aktiviere das Zugsystem. Aber dafür wirst du eine Schlüsselkarte für die USC-Einrichtungen brauchen. Kein Problem. In der Nähe ist eine Sicherheitsstation. Okay. Das war gerade eben sehr, sehr, sehr erdrückend. Bereiche, Argeneinrichtung. Okay, was habt ihr denn für Bereiche? Inkodierter Eintrag von Nummer 3. Sollten Sie in eine Stufe 3 Dämoneneindämmungsereignis geraten, ist es äußerst wichtig, dass Sie Ruhe bewahren. Ein Fürsprecher der Stufe 3 würde nicht in Panik geraten und das sollten Sie auch nicht, okay? Es gibt hier in den Lazarus-Laboren ein Sprichwort. Wenn du den Job willst, dann verhalte dich auch so. Also bleiben Sie ruhig und denken und handeln Sie wie ein Fürsprecher der Stufe 3. Hier einige Hinweise, die Sie beachten sollten. Erstens, versuchen Sie Alter Schwede, was ist denn heute los mit mir? Sag mal, habe ich einen Stock im Arsch oder so? Ich kann nicht mehr sauber lesen. Bei mir setzen gerade wichtige körperliche Funktionsweisen aus. Versuchen Sie eine Notfallkraftfeld-Sicherheitszone oder ein Shot zu erreichen. Rennen Sie dabei nicht, da einige der transdimensionalen Besucher auf Bewegungen reagieren. Ach echt, okay, gut zu wissen. Schalten Sie empfindliche Ausrüstung ab, die Sie bei sich tragen. Wenn Sie den Dämonen nicht entkommen können, ist es entscheidend, dass Sie den Plasmaschneider nicht eingeschaltet lassen, da er wichtige Geräte beschädigen könnte. Ach du Scheiße. No shit. Hauptsache die Einrichtung bleibt ganz. Ob ihr Körper in 1000 Teile zerrissen wird, dass das ganze Blut über Monitore spritzt, es interessiert uns nicht. Hauptsache der Monitor ist noch ganz und funktionsfähig. Drittens, wenn es keinen Fluchtweg gibt und Sie Ihre Ausrüstung ausgeschaltet haben, stellen Sie sich freiwillig dem Dämon. Studien haben gezeigt, dass eine Flucht den Dämon verärgern kann, sodass er ihren Körper zu stark beschädigt, als dass er eine spätere Untersuchung noch möglich wäre. Knien Sie sich hin, schließen Sie die Augen und warten Sie. Denken Sie immer daran, auch tot können Sie noch ebenso nützlich sein wie zuvor. Sage ich jeden Tag zu den Leuten, tot seid ihr uns immer noch nützlich. Aber sie glauben mir nicht. Sie wollen mich nur irgendwo reinschmeißen in so eine komische Gummizelle. Warum hört ihr nicht auf mich? Ihr seid mir doch nützlich, auch wenn ihr tot seid. Hier, seht ihr das? Denen geht's doch super gut hier. Mensch, Leute, was soll das? Drück mal drauf und lass mich raus. Nein. Okay, zu viele böse Gegner. Zu viele Zombies. Alles klar, jetzt können wir richtig anfangen hier. Oho!
Oh, da ist ja noch einer. Komm, 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 komm. Näher! Näher, du Arschloch! Gehst du mir auf den Sack hier? Ich bring dich schon zur Explosion. Mit oder ohne einem Explosivfass. Oho! Ahoi! Her mit dem Auge! Raus mit dem Auge! Weg mit dem Ding! Ah, geh weg hier! Ich hab so viele Leben für dich. Hoho, da ist der Arm weg! Ja, da war wohl nichts. Da war das Pony zu gut! Okay. War nett, war schön mit euch. Gehen wir weiter auf die alte Reise und finden heraus, wie es weitergeht. What? Oh. Oh. Nee, das ist keine Explosionsfeste. Schade. Doch, da war eins. Da macht es Boom und ratzefatz ist der Kopf ab hier. Hey. Oh. Hätte besser laufen können hier. Hohohoho. Triple! War da nicht noch ein großer? Ehrlich? Habe ich den großen gekillt? Oh, Speicherpunkt. Schön, schön. Gut zu wissen, dass es den auch noch gibt. Wo geht's weiter? Wo wollt ihr das Pony als nächstes haben? Oh? Nein. Nee, nee, doch nicht. Schade. Ich dachte schon, da wäre ein Secret vielleicht für mich. Habe ich mich geirrt. Jene, die vor Ihnen kamen und jene, die mit Ihnen arbeiten, haben alle dasselbe Ziel, ein neues Zeitalter für die Menschheit einzuläuten. Das Leitprinzip, als Team zusammenzuarbeiten, wird uns auf die nächste Existenzebene bringen. Freut mich. Da denkt wenigstens einer mit, dass es auch noch Hoffnung gibt. Eine Rühmprüfung. Sammle alle 15 Höllenrelikte und erreiche das Ziel, bevor die Zeit abgelaufen ist. Eine Sekunde pro gesamten Höllenrelikt und Superschrotflinte darf ich dazu benutzen. Okay. Ich meine, das hört sich an wie ein Parkour-Modus. Aber gut, was weiß ich denn schon? Let's go. Go, 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 go. Okay. Ich weiß ja nicht, was ich mit der Superschrumpflinte genau machen soll. Denn die tut eigentlich gar nichts bei zu dem Thema. Vielleicht kriege ich die auch noch, weil ich von Haus aus. Oh Gott, weil ich von Haus aus irgendwas gebraucht hätte. Neustart. Das hätte schon gut funktioniert, beinahe. Aber das geht. Da kommt das Pony schon noch durch. Nee. Also die Superschrotflinte sorgt leider nicht dafür, dass ich in der Luft bleibe. Also einfach nur durch jetzt. Ui, wird sehr knapp jetzt hier. I am the pro. I'm the pro this world needs. Danke, danke, freut mich. Freut mich, dass ich heute wieder hier bin.
Ach Gottdammit, Leute. Ach Gottdammit. Ja, bringt mich zurück auf die Argenstation. Das Pony lächelt nach Blut nach einer erfolgreichen Prüfung. Hallo! Niemand mehr da. Ich habe ein neues Relikt bekommen. Glaube aber nicht, dass ich es wirklich brauchen werde. Also, ich bezweifle es mal. Nee, dich mache ich so weg. Wo ist der andere? Wo sind deine kleinen Freunde? Da. Wo ist der Rest von euch? Oh Gott, verrecken die schnell. Da war doch noch was anderes. Jetzt sind wir aber hier. Okay, das war ein sehr taktisch unüberlegter Plan. Hup, passt. Okay, die falsche Waffe jetzt. Hopp. Da wollte ich mir was holen. So eine. Oi! Hey! Da habe ich meinen Penis gesehen. Da wollte ich mir die schönen Lebenspunkte holen. Und da sagte der Fliegende: Nö, holt nicht. Holt nicht. Also auf ein neues. So, wir wissen, einer kommt von der Richtung. Dann freund ich sie nicht mal auch von da hinten. Eine schlechte Idee, dich zu mir zu gesellen. Oh, hey! Oh, hey! Genau! Ist das was Neues? Nee, der hat bloß irgend so ein blöd. Ach Gott, damn, alles klar, her damit! Kriegt halt alle hier auf dem Sack jetzt. Das glaube ich nicht. Hey! Hey, was geht ab hier, du blöder Typ? Okay. Fertig? Ehrlich? Na, wenn ihr das sagt, okay. Wo geht's jetzt weiter hier für mich? Habe ich überhaupt eine Richtung, in die ich gehen muss? Darüber. Okay. Wobei, wenn ich den Weg hier so richtig folgen darf, sehe ich hier nicht, warum ich da weitergehen sollte. Ach, ich darf hier wohl drauf drücken. Jene, die vor Ihnen kamen und jene, die mit Ihnen arbeiten, haben alle dasselbe Ziel. Ich meine, gab es dann überhaupt einen Grund, dass ich hier, dass ich da runtergegangen bin und diese nichtsahnenden Höllengeschöpfe zerstört habe? Ach, was soll's. Ladies and Gentlemen, ich würde sagen, an dieser Stelle lassen wir es gut sein. Es war sehr schön, dass ihr wieder mal dabei gewesen seid bei Doom mit Pornobrille Lutz. Auch beim nächsten Mal hoffe ich, dass ihr wieder mal vorbeischauen werdet, wenn das Pony sich tiefer und tiefer in die Wurzel des übelsten großen Unheils hineinschlitzen möchte und dabei sagt: Hi, Bitches. Gibt das überhaupt Sinn? What?